Damit haben sie wohl nicht gerechnet. Eigentlich ist Dubai für seine heißen Temperaturen und sonnigen Tage bekannt und steht daher für ein Traumurlaubsziel und einen optimalen Auswanderungsort für einige Stars, weit weg von den kalten, regnerischen Wintertagen in Deutschland. Doch nun hat das graue Wetter sogar die Wüstenstadt erreicht und es regnet in Strömen, wie unter anderem Ann-Kathrin Götze in ihrer Instagram-Story zeigt. So sehr, dass die Straßen völlig überflutet sind, immerhin kommt ein solches Wetter hier nicht häufig vor. Fiona Erdmanns Laune kann das jedoch nichts anhaben. Sie strahlt übers ganze Gesicht und erzählt ihren Fans auf Instagram, dass sie bei dem weihnachtlichen Schmuddelwetter sogar mehr in Festtagsstimmung kommt als bei Sonnenschein. Und als sie dann ihre Kinder mit Mütze und Pulli sieht, kommen bei ihr richtige Heimatgefühle auf, wie sie lächelnd erzählt. Auch YouTuberin Sarah Harrison freut sich über den Regen so sehr, dass sie sogar einen kleinen Regentanz aufführt, womit sie auch ihre Kinder ansteckt. Nach dem gemeinsamen Pancake-Essen springt die 5-jährige Mia Rose voller Freude durch die Pfützen. Trotz der etwas eingeschränkten Möglichkeiten bei Regen finden die Harrisons einen tollen Indoor-Freizeitpark, um das Fest der Liebe mit ihrer Familie zu genießen. Ina Aogo hingegen ist weniger begeistert. Mit ihren Eltern, die extra aus Deutschland angereist sind, wollte sie eigentlich eine Wüstentour machen, doch die fällt nun wortwörtlich ins Wasser. Dafür gibt es nach reichlichen Überlegungen eine ausgedehnte Shoppingtour in der Mall. Auch Kathi Hummels, die mit Ex-Mann Mats und Sohn Ludwig gemeinsam Urlaub macht, findet eine gute Beschäftigung. Sie legt einen entspannten Wellness-Tag ein. Das ist ja nochmal gut gegangen. Trotz überschwemmter Straßen und fehlender Regenschirme können unsere Stars die entspannte Zeit zwischen den Jahren noch genießen.